Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part von Bowser's Fury. Im letzten Part haben wir ja hier diese eine Insel geschafft, die... Sie sieht leicht aus, aber ihr habt gerade gesehen, da waren ja ganz viele komische Dinge. Wie diese unsichtbaren Wolken. Und hier ist nochmal eine Insignie, die ich unbedingt haben möchte. Darum bleiben wir erstmal hier, um uns die Insignie zu holen. Da ist er ja auch schon. Oh, das war zu... Okay, das war zu weit. Dann gehen wir nochmal weit. Holen wir uns die nächste. Da kommt sie wieder. So. Holen wir uns diese Insignie. Und ja, dann gehen wir hier schon zur nächsten Insel, die wir uns auch gleich nochmal anschauen können. Am besten von hier eigentlich. Denn das ist eine schwebende Festung. Und schwebende Festungen, Leute, die können nur gut werden. Schwebende Festungen sind immer gut. Gut, dass Plessy immer auf uns aufpasst. Die Eisscholle voraus. Wieder einfach mal... Ich finde das immer krass, wenn... Wie sie sich einfallen lassen, was man hier so alles machen kann. Ja, genau. Also sind wir jetzt erstmal hier bei dem Eisschollen-Spiel. Propellerfest. Das ist die Propellerfestung. Ups, das war ein zu weiter Sprung. So, das heißt, hier gibt's... Oh, hier gibt es Propeller, Leute. Geil. Ich liebe diesen Propeller-Heini. So, ich würde aber gerne hier unten nochmal nachschauen, was wir hier alles haben. Hier noch irgendwas Verstecktes gibt. Also außer, dass wir hier anscheinend rüber können. Anscheinend nicht. Anscheinend müssen wir wirklich hoch. Naja, wie immer, die erste Aufgabe... Oh, Leute, guck mal, was ich gefunden habe. Die erste Aufgabe ist ja immer wieder... Opala. Das hat mich angegriffen. Die erste Aufgabe ist ja wie immer, dass wir hier den Leuchtturm erreichen. Bowser wird uns bestimmt auch gleich wieder angreifen. Also werden wir das jetzt erstmal machen. Gehen wir hier erstmal hoch. Hallo? Danke! Hui! Da habe ich gleich wieder ein Item bekommen. Und wir dürfen nicht vergessen, hier gibt es wieder diese komischen Katzendinger, diese Katzenmünzen. Oh, und da kommt schon Bowser. Also, ich weiß halt nicht, wo hier diese... Oh, warte, hier leuchtet doch etwas. Das wird doch hier die... Da haben wir sie, die erste. So, da kommt auch schon unser Bowser-Boy. Was ist in dieser Röhre hier drin? Gucken wir mal. Was? Als ob die Röhre mich wieder gut... Nee. Ich dachte, die geht weg, die Röhre. Ich dachte schon echt, die geht weg. Ey, das wäre ja richtig... Wäre richtig zum Mäusemelken. So, Bowser kommt jetzt und wir werden uns dementsprechend hier mal ganz kurz mal von ihm verpieseln. So, ich will hier halt gucken, ob hier nicht noch irgendwo so eine Katzen Dings ist. Ja, seht ihr? Seht ihr das? Hier nämlich. Als ob... Ah. Danke. Hier ist nämlich die Nummer 2. Na gut. Eigentlich war es gut, dass wir Bowser hier haben. Eigentlich war das echt gut. Aber was mache ich hier? Hey, kann ich hier abkürzen? Obwohl, bringt mir das was? Wenn ich hier ja so eine Münze... Oh, hier ist keine Münze. Oder? Da oben? Nö. Da ist auch keine. Haha. Hier ist alles so eisig, ey. Das heißt hier... Warte, da leuchtet irgendwas. Habt ihr das Leuchten gesehen? Da hat irgendwas geleuchtet. Und da ist er auch schon wieder weg. So, machen wir das. Hui! Hä, warum ist das? Ja. Warum ist das hier so alleine? Oh, lol. Lol! Ey, was ist das denn für... Was ist das denn für ein böses Versteck? Als ob! Oh mein Gott!
Stellt euch vor, ich hätte das nicht gefunden. Er hätte mich über Jahrzehnte gefragt, was hier los ist. Oh, hier kriegen wir einen Tanuki. Er hätte mich die ganze Zeit gefragt, hä, was ist das hier? Wo sind meine Katzencoins? Das Spiel sagt, ich muss hier weiter. Oh, die Katzencoin ist auch böse. Okay, ja, okay, die ging eigentlich. Ihr habt die böse in Erinnerung gehabt. Wahrscheinlich. Oh, sheesh. Nein, 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 nein. Oh, nein. Mist. Okay, den ganzen Weg wieder zurück. Gehen wir hin. So, nachdem ich den ganzen Weg hier geführt wieder zurückgemacht habe, wäre es jetzt halt wirklich cooler, wenn wir auch endlich die ersten Dings bekommen, die ersten Insignien. Das wäre ziemlich cool. Hier noch was? Nö. Oh, da ist eine Insignie. Ich mag die Musik. Die Musik ist richtig cool. Nein! Ah, was? Nein! Ah, wo bin ich hier gelandet? Oha! Wo bin ich hier gelandet? Bossa. Gib mir das. Ah, eine Katzenbell! Oh, Katzenbell ist doch gut. Hier. Oh, super. Ich konnte mich also noch retten. Das ist gut. Ja. Habe ich mich ja super gerettet. Bitte, was mache ich hier nur? Irgendwie mache ich nichts richtig. Komm, das nächste. Das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Ha, 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 ha. Ach, das ist schon eine. Oh, die hatte schon 5. Das wusste ich nicht. Die Nummer 2. Ja. Ich glaube, wir kennen alle das Prozedere hier jetzt so langsam. Ist ja an sich gefühlt immer das Gleiche. Hier. Ja, was gibt es denn hier noch für Aufgaben? Das sieht alles so. Ja, Bowser kommt gleich, ich weiß. Aha. Bowser, ich hab dich besiegt. Oh, was? Oh, wir haben eine neue Plessy-Aufgabe freigeschaltet. Okay. Natürlich cool. Was war das jetzt? Achso, zeigt mir den Weg jetzt sozusagen wieder runter. Oh, warte. Was ist der Typ? Was ist der? Bin ich dumm? Wieso kann ich hier... Wo ist er? Da! Ich hab ihn! Haha! Gib mir all dein Geld! Oh, was? Leute, die lassen sich aber Orte einfallen, wo die Dinger hierher kommen. Was ist das? Nur Goldröhre, Leute! Wir kriegen wieder 100 Münzen! Geil! Ja, klar. Geil! Ich liebe diese Dinger. Ich habe 2x 100 bekommen. Geil. Und rein mit dir. So, dann können wir hier wohl wieder runter.
So. Ja, haben wir uns gerettet. Da ist auch noch die Plessy-Aufgabe, die würde ich jetzt gern machen. Und dann können wir danach hier den Rest dieser Insel machen, denn jede Insel hat ja 5. So, was ist unsere Aufgabe? Da, okay, wir müssen da lang. Da lang, da, oh, das sieht, ich liebe diese Strecken, ganz ehrlich, ich finde die richtig cool. Ich finde, das ist eine gelungene Abwechslung von dem, was man hier so immer macht. Klar, die Zeiten sind echt knapp bemessen und man sollte vielleicht auch jeden Turbo-Patch nehmen. Aber das ist ja richtig cool. Das sind richtig coole Sachen. Himmlische Rutschpartie, ja, das war eine sehr himmlische Rutschpartie. Man ist zwar gefühlt wieder meilenweit entfernt. Ja, zum Glück sind wir bei dieser Insel fertig, ey. Die Insel hat mich so aufgeregt. Aber die Insel scheint hier echt cool zu sein. Ist das auch die letzte Insel, die wir jetzt hier machen müssen? Bevor wieder der nächste große Fight gegen Bowser stattfindet? Karte? Ja. Ist die letzte Insel. Und dann gegen die Zeit, Flug durch den Frost. Oha, was? Gegen die Zeit. Ich liebe ja gegen die Zeitaufgaben, hat man ja im letzten Part mitbekommen. Was muss ich machen? Aber ihr wisst schon, dass ich das ein bisschen veräppeln kann. Ja gut, ich probiere es einfach mal so, wie es wollen, aber eigentlich... Also eigentlich soll man es halt so machen, aber man kann das halt komplett anders auch angehen. Ja, natürlich, ich fall auch da rein. Wo sind hier eigentlich die Wutblöcke? Ich habe die Wutblöcke hier noch gar nicht gefunden. So, man nehme sich jetzt bitte ein... Also eigentlich geht das viel einfacher vonstatten. So, man kann es richtig veräppeln. Man soll halt diesen seitlichen Weg gehen, damit man da hochkommt. Aber wir können halt auch einfach das hier machen. Ja gut, die haben die Dinger hier weggemacht. Aber man hat halt noch den Dings, ne? Also wenn man den Katzenanzug hat, kann man vieles abkürzen, wie man es eben gerade gesehen hat. War zwar nicht Intention dieses Levels jetzt gerade, aber gut. Dann suchen wir mal die Wutblöcke tatsächlich. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo die sind. Sind die hier bei Plessy gewesen? Also, ah, ich hab sie. So, Bowser, deine letzten Wutblöcke für diese Runde hier, würde ich sagen. Kamera einfach mal richtig am Eskalieren ist. Los, mach. Versteck mich mal hier. Oh nein! Er hat die Wutblöcke nicht getroffen. Okay. Bowser! Los! Wutblock-Attacke! Go! Danke. Zerstöre die Wutblöcke. Haben wir gemacht. Ja, dann haben wir die hier ja auch schon fast erledigt. Fehlt ja nur noch eine Aufgabe. Und wenn wir die geschafft haben, dann können wir ja wieder den großen Super Saiyajin-Kampf machen. Vorher müssen wir erstmal hier noch eine Runde... Oh, guck mal, da ist noch eine Aufgabe. Da können wir ja gleich mal nutzen. Dann haben wir noch mal ein bisschen was gemacht. Ah, okay. So, mit Katzen Mario geht das alles von Sch. Okay, jetzt sind wir nicht mehr Katzen Mario. Das Teil haben wir einfach mal so gekillt. So, wo ist der letzte? Da ist, glaube ich, noch einer gewesen. LOL!
Was auch immer ich das gemacht habe, was auch immer ich da gemacht habe, Leute, das war Skill. Das war einfach Skill, das war purer Skill. Ich wollte euch einfach so zeigen, yo, der Cap, der kriegt das auch hin, ohne, Katz Mario. Wasch. Der kriegt das auch hin, ohne Katz Mario. So, da haben wir das geschafft, dann können wir ja eigentlich wieder zurück. Ja, guck mal, Black Luigi kommt wieder. Der böse Luigi, warum auch immer Luigi böse werden musste. Wutschatten auf Eis. Im Englischen heißt es bestimmt irgendwas mit Wutschatten on Ice. Das ist bestimmt ziemlich cool gewesen. Ups, ich fliege immer so weit. Ah, Wutschatten. Wutschatten, wo bist du? Ich will immer so einen Cappy-Sprung machen, weil mich das Spiel halt immer so stark an Odyssey erinnert. Also klar, ich krieg immer so einen Sprung hin. Ja! Ich glaube, ohne Power-Up kriege ich diesen Kampf hier tatsächlich nicht. Komm, doch. Oh, guck mal hier. Holen wir uns halt dieses Power-Up. Das Power-Up, was wir hier bekommen, das nutzen wir jetzt, ne? Gegen, unserem Boy. Ey, wir sind halt mit Tanuki Mario nicht so schnell. Oh, verdammt. Das hätte klappen können. Ah, das hätte klappen können. Mann! Komm mal her! Ey, warum bin ich so langsam? Alter. Tanuki Mario war auch mal schneller. Alter, als ob du mich jetzt hier verarschen möchtest. Oh Gott, komm. Ja, los. Nein, als ob ich ihn nicht bekommen habe. Mann. Komm, wir schaffen das mit Tanuki Mario. Ah, der rutscht ja auch, der Junge. Oh, wo geht er lang? Als ob er da hier... Oh, ey. Pause, eigentlich wollte ich unsere nächste Begegnung machen, damit ich Gold Mario werden kann. Also Super Saiyan Mario. Aber irgendwie hat das nicht so... Alter, wie der springen kann. Warum kann der so hoch springen? Ich hab ihn getroffen! Alter! Ich hab's mit Tanuki Mario geschafft. WTF! Das war knapp. Alter, war das anstrengend. So, dann haben wir... Ja, toll. Hat er mich getroffen. So, ja. Müssen wir jetzt die Zeit erstmal abwarten, bis der wiederkommt, oder? Bis Bowser wiederkommt? Oh, hier geht's ja rein. Warte, was? Warte. Bowser kommt. Aber da ging's gerade rein. Hier. Oh, guck mal, was ich gefunden habe, meine Freunde. Der modernen Unterhaltung. Haben wir schon drei? Hä, hatten wir nicht mal vier oder hatte ich eine aus Versehen benutzt? So, ja, Leute. Ihr wisst, was zu tun ist. Wir werden jetzt Super Saiyan. Und dann kämpfen wir mal ein bisschen mit dem Boy. Machen wir den mal ein bisschen fertig. War nicht umsonst, heißt ich Cap, der fand ich da. Guckt euch doch meine Super Shiny Form an. I'm the shiny Pokémon. Oh, dein Lebensbalken ist ganz schön weit runter schon. Was ist deine jetzige Auf... Oh, oh, ja, okay. Alles... Ja, klar. Ach so, ah. Hm. Ja, wo bist du? Junge, 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 Junge. Hä?
Alter, du kreist mich hier doch. Wow! Oh, das war knapp. Ob ich dich dann von der Seite angreifen kann? Ich frag für einen Freund. Wo bist du? Machst du jetzt so deinen Gigastrahl? Der ist mir. Der trifft mich nicht und ist mir egal, wenn ich groß bin. Weil es sieht so. Es sieht alles so aus wie so eine kleine Lego-Figur hier. So, jetzt machst du hier deinen komischen. So. Oh, ja, stimmt. Ich werde ja da getroffen. Warte, was? Das war's? Alter Bowser, du hattest doch über die Hälfte deines Lebensbalkens. Als ob du jetzt abhaust. Alter Bowser, was ist nur los mit dir? Er war auch nicht mehr das, was es mal war. Auch nicht mehr das, was es mal war. Das macht mich schon ganz traurig. Es scheint, als hätte der Bowser Jr. noch mehr zu sagen. Wow, ich kann nicht glauben, dass er wieder abgehauen ist. Ich meinte natürlich, Papa ist der Beste in allem. Klar weiß er, wann es Zeit ist, sich zurückzuziehen. Diese Gigaglocke ist schon wieder voll mit dem dunklen Zeug. Wir brauchen mehr Katzeninsignien. Vielleicht finden wir welche versteckt auf den Inseln, die wir schon besucht haben. Lass uns nachsehen. Warte, was? Wie viel brauchen wir? Die ist schon entlockt. Ach so, die ist schon entlockt. Als ob der jetzt, als ob wir den jetzt nochmal besiegen müssen und warten müssen, bis der wiederkommt. Weil wir ihn jetzt nicht besiegt haben. Okay, Leute, dann warten wir mal kurz, bis der Bowser wiederkommt. Werde hier einen kleinen Cut setzen und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Kampf wieder. Bis gleich. So, Leute. Da kommt unser netter Junge und wir können ihn jetzt wahrscheinlich richtig den Garaus machen. Ja. Hat echt ewig gedauert, bis er wiederkam. Ich glaube. Warte, jetzt hat er ja schon. Mehr? Kann das sein? Ja, also wie gesagt, er hatte 5 Minuten gebraucht. 5 fucking Minuten. So, jetzt kann ich echt mehr mit ihm kämpfen. Super. Das gefällt mir. Das kommt nochmal. Komm. Komm jetzt nicht mit deinem Wutstrahl. Haha. Ja, dann machen wir ihn jetzt mal fertig. Besser. Jo, haben wir den mal fertig gemacht, ne? Easy peasy, ging ganz einfach, also das war jetzt nichts Weltbewegendes. Da haben wir ihn schon mal gut fertig gemacht. Da kommt nochmal schön Rainbow. Und jetzt wird wieder was freigeschaltet. Guck mal, Plessy da unten. Das sieht einfach so hübsch aus. Oh, was haben wir denn da Schönes freigeschaltet? Ein Schiff! Oh Gott, seht ihr die Lava-Welten da hinten? Die Lava-Welt. Oh Gott. Und oh, anscheinend habe ich die auch schon freigeschaltet. Die sieht so. Nee. Nee, doch nicht. Sah gerade so aus. Er scheint, als hätte Bowser Jr. noch mehr zu sagen. Ach, Menno. Und ich dachte, er würde sich dieses Mal endlich zurückverwandeln. Er meint natürlich, war ja klar, dass er sich nicht zurückverwandelt. Schließlich wird niemand einen Angriff von Mario so mühelos ab wie mein Vater. komm, wir müssen irgendwie diesen Wasserfall hinaufklettern und noch mehr Katzeninsignien finden. Und somit ist anscheinend die gesamte Karte jetzt freigeschaltet. Leute, ich würde sagen, wir machen uns da im nächsten Part auf, dass wir uns hier mal ein bisschen vergnügen. Aber bis dahin sage ich erstmal Tschüss, bis dann und bye bye. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.